Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Lisa. Und wir sind ja gerade in ein neues Gebiet scheinbar gekommen, was extrem cool ist. Wir müssen uns hier umschauen, aber was mich jetzt so ein bisschen nervt, ist, dass wir ja eigentlich den anderen Ort noch nicht komplett gesehen haben. Und wir sind hier einfach aufgetaucht und ich weiß nicht, wie wir zurückkehren können, weil hier waren die Typen, die uns dann ausgenommen haben. Ich guck mal kurz, weil ich würde eigentlich ganz gerne, wisst ihr, diesen anderen Ort, den wir hatten, erstmal abschließen. Ah ja, das ist hier, genau. Ja, das würde mich irgendwie beruhigen, wenn wir das erst machen würden. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Weil sonst komme ich nämlich total durcheinander mit, wo waren wir schon, wo waren wir noch nicht. Oh, Running Splash, cool. Ich glaube, das probieren wir einmal aus. Nein, das ist alles zu dolle. Vielleicht kommt Rage sowieso nicht dazu, das auszuprobieren. Doch, er kommt dazu und das ist cool. So, ein Magazin. Naja. Naja. Oh, da geht's auch noch weiter. So, da kämpfen wir noch, weil da oben liegt etwas. Da machen wir einfach das und hier das und so weiter. Oh, der war ein ganz klein bisschen stärker. So. Da oben ist doch was Schönes für uns. Was ist das denn? Ah, cool. Parfum ist wirklich wichtig. Ach, kacke. Hier sind aber wirklich noch viele mehr. Und schaut mal da oben. Oh, ob man später vielleicht sogar was kriegt, mit dem man da so noch höher springen kann. Das könnte natürlich sein. Nee, halt. Nee, nee. So. Das ist cool. Die sind wirklich gar kein Problem hier. Ah, super. Der ist auch noch aufgestiegen. Ich finde das auch gut, wenn wir hier alle erstmal wegerledigt haben. Wobei, eigentlich könnte ich das ja kurz machen und rausschneiden, oder? Ich meine, ist doch für euch jetzt wirklich nicht so spannend, oder? Zum Zuschauen? Hier zu sehen, wie ich die erledige? Weil es sind ja mehrere. Der Kampf ist ja immer gleich und keiner ist eine besondere Herausforderung. Gute Frage. Machen wir das so? Huch! Hui! Oh! Ja, ich schneide die mal raus. Ich nehme es zur Sicherheit mit auf, falls was Spannendes passiert. Aber, nein, halt. Aber ich schneide es mal raus, weil ich laber dann sowieso nur Blödsinn. Was soll ich euch hier erzählen, ne? Oh, halt. Oh Gott. Ich kann das nicht weiter tun. Okay, also gegen den scheint der Kampf nicht zu klappen. Aber hier bestimmt wieder. Ich habe jetzt übrigens gerade was, das wollte ich euch nur mal zeigen, das ist mir schon mal passiert, während ich gelevelt habe. Seht ihr da oben bei Brad? Der hat dieses Blaue mit diesen Streifen drumherum. Und da steht dann irgendwie, dass er Joy braucht. Also, dass er sich nach Joy sehnt. Und irgendwie, der zieht auch dann bei den Gegnern... Oh, achso, wir töten den mal. Der zieht bei den Gegnern dann nichts ab. Das ist richtig scheiße. Sein Angriff ist dann völlig nutzlos. Das finde ich richtig doof. Okay, habt ihr jetzt nicht gesehen, weil Brad gar nicht zum Zuge kam? Ah, cool. Er ist einmal aufgestiegen. Aber im Großen und Ganzen ist das halt super ärgerlich, weil wahrscheinlich muss er Joy nehmen, aber eigentlich... Er ist auch langsam, ne? Eigentlich bekommt einem Joy ja nicht so gut. Und deswegen finde ich das eigentlich doof. Ich speichere mal hier. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir uns eigentlich mal auf den Rückweg machen müssen, weil wenn er Joy will, dann bringt der gar nichts. Der ist dann voll nutzlos. Oder ich gebe ihm einmal Joy. Ah, seht ihr? Jetzt ist der Punkt klein geworden. Ja, das ist bestimmt seine Drogenabhängigkeit. Ist ja voll traurig, der Arme. Gucken wir mal, was hier... Hier! Ich bin der Supreme Lord of Surprise. der große Überraschungs-Supertyp. Scott Lawson. Und du wurdest gerade in die Weichteile gekickt. Okay. Wenn dich das glücklich macht... Wahrscheinlich macht er das jetzt die ganze Zeit. Oh je, vielleicht hätten wir hier doch noch nicht lang gehen. Oh, 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 habe ich mich erschreckt. Hier scheint eine Bar zu sein. Nicht der schon wieder. Er ist völlig vertieft in die Musik. Da, da, da. Yeah. Mhm. Oh Mann. Ja, wir könnten da ja rüberspringen, ne?
Er hat ihn einfach nur dahin gekickt. Meine einzige Schwäche. Cool. Super. Willst du dich uns anschließen? Was? Er ist innerlich tot. So gut, ey. Oh mein Gott, hier geht's immer überall so weit. Ich glaube, ich speichere einmal kurz, ja? Allgemein würde ich voll gerne doch nochmal in die Stadt. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge wir was machen sollen. Ich wüsste gerne mal... Ich muss doch erstmal... Oh, habe ich mich erschreckt. Ich muss doch erstmal in die Stadt, weil ich muss unbedingt erfahren... Wieso hören wir eigentlich immer noch die Dinger? Ich muss unbedingt erfahren, ob es in der Stadt ein Zelt gibt, wo man sich auch heilen lassen kann. Das wäre nämlich super wichtig. Weil, vor allem wegen diesem Joy, das nervt natürlich total. Oh, wartet mal, da unten. Ach so. Oh. So, was ist mit dir, mein Lieber? Es tut mir leid. Oh, was ist los? Ich dachte, du wärst jemand anderes. Mein Freund Jim hat mir erzählt, dass ich hier stehen muss und die Sonne anstarren muss für eine Weile. Aber meine Augen haben sich dann ganz komisch angefühlt, also habe ich damit aufgehört. Oh Mann, ich würde echt voll viel Ärger kriegen, wenn der mich erwischen würde beim Cheaten. Ach naja, dann werde ich mich mal lieber wieder an die Arbeit machen. War nett, dich zu treffen. Er gab dir ein Taschentuch. Ach du Armer, hör auf damit. Er starrt direkt in die Sonne, das ist nicht gut, was du da machst. Wozu ist das? Das ist das Ultimative, um deine Tränen zu trocknen, wenn du Probleme hast. Okay. Dann Bicycle wieder, damit wir hier rüberkommen. So. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Ich will jetzt wissen, was hier so ist. Hi, du! Ich mag große Hintern. Die lügen nie. Okay. Alles klar, na dann hätten wir das auch geklärt. Hi, ich bin Mad Dog. Ich habe meinen, ach so, wie nennt man das? So einen Schläger mit Spikes dran, halt mit so Nägeln dran oder sowas ähnlichem, verloren. Das tut mir sehr leid. Wenn ich einen sehen sollte, kaufe ich dir einen. Und mal wieder eine leere Flasche für Dinge, die wir nicht einfüllen können. Was haben wir denn hier oben? Ich hasse mein Leben und alle hassen mich. Damit habe ich meinen Frieden gefunden. Hey, das soll Luigi sein, glaube ich. Oder? Und links ist Mario. Alle sind gegangen, um dem Mädchen hinterher zu rennen. So war ich auch einmal. Bin Mädchen hinterher gerannt. Naja, eigentlich einer bestimmten Frau. Diese verdammte, hinterhältige Bitch. Wow. Weiter so. Okay. Mein Gott, ihr seid alle gut gelaunt hier. So, da könnten wir hier nochmal speichern. Ruhig hier drüber, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Mann, bin ich durstig. Durstig? Ich hätte hier eine Diät-Coca-Cola, aber ich glaube, die trinke ich ja selber, wenn ich die auswähle. Hm, ich würde gerne allen Leuten hier helfen, aber ich weiß nicht genau wie. Ach, da drüben ist eine Bar. Und hier ist ein Shop. Was haben wir denn hier so? Football Pads, unterschrieben von John Freeway. Aber das ist eine Massenproduktion. Nichts Besonderes. Okay, das ist aus dickem Plastik. Ja, also das können wir uns aber leider ja gerade überhaupt nicht leisten, von daher. Es muss irgendwann gehen, dass man so höher springt. Ich traue mich jetzt gerade nicht, mich da runterfallen zu lassen. Ich weiß nicht genau, ob das klappt. Ah! Yeah, geil! Aber es ist alles leer. Oh, Feuerbomben! Oh, okay. Wo kommen wir hier wohl raus? Wow, einen nassen Stick? Okay. Ah, da kommen wir vielleicht hier oben raus. Ah, okay, dann müssen wir hier zumindest doch nicht springen. Cool, Feuerbomben haben wir gefunden. Wie viele denn? 3 Stück? Cool. Kann Brennen verursachen. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Ach ja, bei Equipment wollte ich einmal gucken, ob dieser nasse Stick... das ist aber nicht besser, oder? Wartet mal, ich mach mal einfach auf. Ah, sehr schön. Ah, nee. Okay, na gut.
Und nochmal speichern. Speichern ist hier mein bester Freund. Ja, wartet mal, dann haben wir ja hier jetzt schon alles durchsucht. Das ist ja eine Sauerei. Dann war hier ja doch gar nicht so viel. Und leider ist hier auch kein Ort, an dem man sich heilen kann. Eine große Hoffnung hat sich leider nicht bewahrheitet. Das heißt, dass wir doch einfach da oben rechts weitergehen sollten. Beziehungsweise halt nochmal zurück sollten, ne? Och Mann, der Arme, der tut mir so leid. Ich hab's geschafft. Hast du gesehen, ne? Ich hab's doch schon längst geschafft. Pff, hat ja keine Ahnung. Kann ich mit diesen Büchern hin? Oh! Ah, das ist auch was zum Einsammeln. Da müssen wir drauf achten. Das war mir gar nicht so bewusst, dass diese kleinen Bücherhaufen einzusammeln sind. Oh, wartet mal, hier waren wir ja noch gar nicht. Huch. Wie cool. Oh, geil, was ist das? Wasserpumpen? Ah, eine Flasche dreckiges Wasser erhalten. Die könnten wir dem Typen geben, der Durst hat. Kann das sein? Wahrscheinlich. Aber irgendwie tut mir das leid, ihm dreckiges Wasser zu geben. Wartet mal, ich muss das kurz ausprobieren, bevor ich das vergesse. So. Oh Gott, ist der Weg weit. Nein. Achso, ist nicht schlimm. Alles gut. Wo lang muss ich jetzt? Ach ja. So. Wer war denn jetzt der Typ mit dem Wasser? Der hier war es jedenfalls nicht. Dann war es der andere da hinten. Hier oben drin, glaube ich. Oder? Mal gucken. Ja. Oh, scheiße. Na super. Hol ich extra Wasser und dann will der dort nicht. Was bringt ein dreckiges Wasser? Ich guck's mir mal an. Wo ist es denn? Kontaminiertes Wasser. Ach so, die Gegner kann man damit angreifen. Ah, das ist natürlich ganz cool. Und wir haben ja viele leere Flaschen. Dann könnten wir... Ups. Die eigentlich auch damit füllen, oder? Ist eigentlich ziemlich egal. Weil eine Suppe gibt's momentan leider nicht. Eine Suppenquelle. Eine Suppenquelle hört sich gut an. Yay, es macht voll Spaß mit dem Bike. Ich mach das mal. Ich fülle noch zwei Fläschchen mit dreckigem Wasser. Wahrscheinlich ist die auch irgendwann versiegt, die Quelle. Ja. Und nochmal. Jetzt haben wir Wasser gekriegt. Habt ihr es gesehen? Oh, krass. Oh Mann, jetzt muss ich nochmal zurück. Und nochmal. Es tut mir leid, ich muss das einfach überprüfen. Dabei würde uns das bestimmt heilen, das Wasser, aber egal. Bestimmt kriegen wir dafür eine riesige Menge an Magazinen oder so. Das wäre geil. Muss ich gleich speichern, wenn das geklappt hat. Oh, das ist so super. Es geht alles viel schneller mit dem Fahrrad. Ja, ich habe eine Flasche Wasser. Ja, danke, hier. Ja, 40 Magazine, danke. Cool. Ist jetzt zwar nicht ganz so viel, wie ich erwartet hatte, aber immer noch besser als nichts. So, dann können wir ja jetzt nochmal darüber, oh Gott, irgendwann werde ich mich noch umbringen. Ich sehe es kommen, weil ich so schnell fahre. Ich bin halt einfach viel zu risky unterwegs hier. Das macht mir einfach zu viel Spaß. So, lass mich mal überlegen. Ach Kacke, ja die noch, die müssen wir ja noch erledigen. Ah, der andere... Nee. Ja doch. Ne? Ja. Oh Mann, es gibt so viele Wege. Ist das krass, Mann. Was ist hier denn? Keine was? Ah, no humans allowed. Also keine Menschen erlaubt. Okay. Ach du Schande. Was ist das für ein Ding? Dann versuchen wir einfach mal unser Bestes, würde ich sagen. Tackle Rush. Nee, das nicht. Dann machen wir hier den Firebeam. Geil. Die Mucke ist wieder geil. Ich probiere mal die hier aus. Wow, das ist voll geil. Okay. Krass, die Musik. Ich kann mich kaum konzentrieren aufs Reden. Oh, schade, das geht nicht mehr. Machen wir mal so. Was ist das für ein Man? Das geht so schnell, ich kann das gar nicht lesen.
Powers? Kann er jetzt wieder? Ja! Er versucht sich aufzurichten, steht da, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Aber wieso zum Teufel hat er so unglaublich viel Leben? Das macht mir gerade Sorgen. Ach so, geht wieder nicht. Er muss erstmal angreifen. So gut, ey. Nee, halt, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt komme ich total durcheinander. Ich mache erstmal nochmal so. Okay, das ist aber noch nicht so schlimm. Damit können wir noch leben. Aber leider gehen uns langsam die TP oder SP aus. Ja! Super! Oh, das war ja gar nicht so viel Experience dafür. Oh, Beastborn ist unserer Party beigetreten, auch wenn er nicht wirklich Bock darauf hatte. Wild Guy. Nein! Oh nein! Wenn ich das gewusst hätte! Scheiße! Hoffentlich ist das Ding nicht so stark. Ich glaube, es hat eine Krone auf. Ufa. Ja, wir haben es besiegt. Es tut mir leid. Eigentlich hatte ich das auch gar nicht vor. Dafür haben wir Squirrel Jerky gekriegt. Juhu. Oder so. Okay, alles klar. Das war gut, würde ich sagen. Oh, da unten könnten ja auch noch neue Sachen sein, ne? Aber wir müssen jetzt erstmal die Chance nutzen, dass wir hier gerade sind, um uns einmal hier zu heilen. Na? Jetzt aber. Ja, bitte ausruhen. Krass, okay, der ist jetzt mit bei uns. Hm, aber eigentlich finde ich meine aktuellen Kämpfer alle ganz gut, muss ich sagen. Also ich finde jetzt Lucha nicht Hammer, aber ich finde ihn okay. Ich würde ihn jetzt eigentlich gar nicht einwechseln wollen. Hm, hier kann ich, glaube ich, noch nichts machen weiter. Da oben. Kamen wir da überhaupt jetzt schon hin oder noch nicht? Ich guck noch mal kurz. Wartet. Ach Quatsch, hier komme ich nicht hoch. Wie findest du denn mein Fahrrad? Oh, er will mich immer noch nicht. Na gut. Was war hier? Ich kann mich echt nicht erinnern, sorry. Ach, herrje, ja, tut mir leid. Die Sache. Ich guck mal kurz, ob hier etwas war, was wir noch holen können jetzt mit dem Fahrrad. Sieht aber eher nicht danach aus. Zumindest momentan nicht. Vielleicht später, aber jetzt nicht. Sorry. Das war keine Absicht. Ja, da kommen wir zu den Typen, ne? Tja. Wo gehen wir als nächstes lang? Das ist die Frage. Habe ich schon gespeichert? Ich speichere nochmal. So. Wie geht's uns? Wir könnten es probieren, oder? Würde ich fast mal sagen. Ja, wir probieren es mal. Gucken wir mal, ob das klappt. Ich glaube, da müssen wir uns nicht so große Sorgen machen. Die kriegen wir locker hin. Mit den leichtesten Attacken. Upsi. Scheiße, wenn er ausweicht natürlich, wird es schwieriger. So. Gut, gut, gut. Oh, jetzt kommen wir natürlich auch viel schneller durch. So. Und das stimmt natürlich. Wir könnten natürlich auch einfach umdrehen. Hatte jemand schon gesagt. Statt weiter wegzufahren. Ich kann es ja mal ausprobieren. Wo gehst du hin? Komm hierher. Hey, Porky, lass ihn in Ruhe. Rando möchte nicht, dass wir Ärger anfangen.
Ich sagte, komm hierher. Hast du hier was zu erledigen? Ich suche nach jemanden. Ich komme nur vorbei. Fuck you. Ich suche nach jemanden. Kein Scheiß, Cowboy. Jeder sucht nach ihr. Ich frage dich, wieso du hier bist. Das ist Randos Gegend. Ich will keinen Ärger. Na, du bist eher... ja, eher eine pussige Gegend. Ich werde da mal gehen. Ich will keinen Ärger. Geh einfach. Oh nein! Ich darf nicht in die Richtung, glaube ich. Die Richtung ist verboten. Bist du taub? Dieser Ort ist nicht für Schuljungen. Du hast es vergeigt. So, gucken wir mal. Jetzt machen wir unsere Mega-Skills, okay? Ach so. Ach kack, der kann das gerade gar nicht. Nee, das will ich nicht. Dann machen wir so. Okay, mal schauen. Yay, cool. Die haben ja keine Chance gegen uns. Den erledige ich erstmal. Nee, Quatsch. Okay, der scheint aber ein bisschen stärker zu sein als die anderen. Da müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Schade. Yay! Oak Tree Steve ist erledigt. Cool. Oh, 37 Magazine, das ist ja nett. Und ein paar Farben, das ist besonders nett. Tja, meine Lieben, hättet ihr euch mal nicht mit uns angelegt, ne? Das habt ihr davon. Was? Ach so, Brett hat aufgehört zu bluten. Ja, danke. Hatte ich ganz vergessen, dass er blutet. So. Ah, sehr schön. Ja, das ist ja mal cool. Ja, dann ist ja jetzt der perfekte Moment. Oh, bei dem Spiel will ich eigentlich immer weiterspielen, weil immer neue Sachen kommen. Das ist so spannend. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Lisa wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.